Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Für alle, die sich wundern, ja, wir haben zwischendrin noch ein paar Fähigkeitspunkte und so weiter geholt. Und an meinen Seiten sind die Naro. Hi. Die Vanwa. Hallo. Der Enno. Hallo. Die Vanwa. Die Vanwa. Die Mr. Vanwa. Ein wildes Vanwa ist aufgetaucht. Ich hab noch ein Tango. Verdammt, haben die Mörser? Und wir wollen jetzt hier ein U-Boot versenken, habe ich gehört. Ah. Mhm. Der Turm ist nichts drin. Ich rücke mal bis zu dem Turm vor. Und am Turm scheint auch nichts zu sein. Soweit ich sehen kann. Ist die Straße sauber? Da steht ein Panzerfahrzeug. Ja, ist schwer zu sagen. Nein, auf der Straße ist es fahren halt Zivilisten. Nicht. Ich erkenne eine kleine Gruppe Freunde. Ich sehe mindestens zwei Gegner, wenn man an dem Panzer durch den Wasserturm hindurch guckt. An dem Panzer. Ist viel zu hell hier. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da ist einer, da ist einer. Mit Maschinenpistolen. Nummer 3 ist schwer bewaffnet. Oh Gott. Das ist ein Sturmsoldat, der andere ist ein normaler. Ich hab mal ein bisschen Licht ausgeknipst. Ja. Bei der 4 befinden sich mindestens zwei weitere. Auch noch ein Sturmsoldat. Jetzt ist das Licht warte, aus. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute bei der 4. Oh. Und ja. Die 3 ist alleine, so wie es scheint. Die 3 kann man relativ zwischendurch immer wieder mal treffen, glaube ich. Ich nehme die Markierung von der 2 mal weg, weil die eh zu weit weg ist. Ich wollte sie gerade ausschalten, weil ich wollte sie nämlich hoch. Oh. Passt schon. Könnt ihr die 3 gleich ausschalten? Ich bräuchte mal ein ganz kurzes Update über die Beschaffenheit überhalb der Brücke, wo die 1 rumhantiert. Die 1 ist mitten auf dem Plateau, unaufmerksam, läuft rum. Komplett alleine oder sind hier noch mehr? Komplett alleine bis auf 2. 2 läuft gerade wieder die Treppen hoch zu ihr. Benötige immer noch Schussbefehl auf 3. 3 ist alleine, kann abgeschossen werden. 4 ist eine ganze Ich glaube, das hat irgendwas aufgeregt. Ich schicke eine Drohne. War die 4 zu dicht dran? Ich weiß es nicht, aber da geht eine Person in das Haus von der 3 rein. Ist das der gewesen? Ja. Wir haben den Lieutenant, der in das Panzerfahrzeug steigt. Und Lieutenant auszuschalten? Nee. Ja, sie haben Fahrzeug. Er ist im Panzer. Ich habe ihn aber. Scheint aber wegzufahren, also er flüchtet mit dem. Ja, nee, keine Ahnung, was er tut. Ja, macht einen Wendemann. Kann man. Erledigt. Oh nein. Ich werde hier beschossen und ich weiß nicht warum. Wo ist deine Position? Auf der Brücke. Okay. Wir müssen den Mörser ausschalten, der befindet sich neben der Brücke unten am Wasser. So wie es scheint. Keine Ahnung. Nee, doch nicht. Ich wechsle meine Position an die rechte Seite der Brücke. Er ist erledigt. Shit, bin getroffen! Creeper, bist du okay? Ich lebe noch, aber ich bin halt da unter Dauerfeuer und ich weiß absolut nicht, warum das jetzt gerade passiert ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Wir sollten uns. Wo steht am Mörser? Aber wo steht der Mörser? Ich kann ihn nicht ausfindig machen. Auf der Brücke, oder? Ich meine auch auf der Brücke. Ich bin auf dem Weg nach oben. Irgendwo sind noch Personen in der Straßenbasis. Ein Mörser ist down. Ist da noch ein Mörser? Ich lebe noch. Ich bin. Zweiter Mörser ist dort. Ein Tango ausgeschalten. Okay, benötige Aufklärung der Situation gerade. Ich weiß nicht genau, wo was ist. Zweiter Mörser ist down.
Sofern ich sehen konnte, sind jetzt nur noch die markierten Tangos. Unmittelbar davon gefährlich. Okay. Tango getötet. Sehr gut. Ich schätze, unten in diesem Lagerhallengedöns, ja, da, ganz am Ende des Stegs, da ist die Tür offen. Da scheint unser U-Boot zu sein. Muss der Rennen ja aus Luxusmodell und dort sein. Sind weitere. Alter, wann war? Eins und zwei befinden sich in dieser Lagerhalle und bewachen die Tür. Ich musste nur den Rückzug nach hier oben antreten. Okay. Was ist denn hier oben los? Ich blende jetzt. Weiß Sichtfeld. Yeah. Na toll. Oh, an der Straße ist irgendwo was. Ich hab. Himmel! Ja. Ich hab ja, da ist ein Auto ausgestiegen. Ist das Unidas? Shit, bin getroffen! Auto ausgestiegen. Oh Mann. Ich glaub, Reaper wurde erwischt. Ist unser Scharfschütze am Leben? Nein. Okay, ich bewege mich auf den Weg zu ihm. Oh. Wow. Okay, okay, okay. Wie ist die Lage bei der 3? Auf der Brücke ist das kritisch. Okay. Fuck. Mist, keine Muni mehr. Okay, das sind Schüsse in meine Richtung. Enno? Ich bin noch am Leben, anscheinend alle an der Brücke getötet. Haben wir irgendwo Munitionsvorräte? Unten bei den. Beim Steg war was. Okay, wo könnte hier der Scharfschütze gestorben sein? Er war oben drauf, glaube ich. Ich liege hier! Er ist hier auf der Treppe. Ich, ja. Gottes Willen, das schaffst du. Irgendjemand sieht uns. Verstärkung. Sieht oben. Ich habe aber immer noch keine Munitionsvorräte. Ah, direkt vor mir, am Ende der Brücke. Der Treppe von der Brücke. Okay, ich zähle mir zurück ans Ende der Brücke. Ich suche auch einmal kurz Deckung. Ich versuche die Verstärkung zu markieren. Einer ist noch bei dem Turm, von dem wir gekommen sind, von der Richtung her. Direkt unter dem Turm, unten an der Treppe. Die anderen sind markiert. Ich befinde mich jetzt an dem anderen Ende der Treppe. Der Brücke. Ich habe eine Markierung weggenommen, damit ich den auch noch markieren kann. Ja, am Turm ist down. Feind am Boden. Okay. Die anderen kommen gerade bei der... sind noch unter der Brücke. Kommen ja jetzt aber zurück. Zwei gerannt. Nummer 1 ist down, Nummer 2 nur noch ein Tango. Manuel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich ich werde Reaper einsammeln. Achtung, Deckung. Oh Gott, ich glaube, unser Scharfschütz ist gerade irgendwo runtergegangen. Ist Ziel Nummer 3. Er ist Nummer 5. Nee, ich glaube, dem geht's ganz gut, oder? Scheinbar nicht. Oh nein! Schnell die Treppe! Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Treppe ist... Commander! Oh Gott, okay, ich mach mich auf den Weg. Wow. Ja. Enno, kannst du mir sagen, wie die Situation an eurem Ende der Brücke ist? Am Turm unten eine ganze Menge Gegner. Wow. Wow. Hab ihn. Der stand schon oben auf der Treppe. Ich kann ihn sehen. Ich kann dir mal keinen genauen Bericht geben. Okay, ich sollte das Sniper eher dem Scharfschützen. Alter, hier ist alles explodiert. Das war meine Granate, die hat zwei Gegner mit. Okay, das ist schlecht. Bist du mittig auf der Brücke? Ich bin auf der Brücke, ja. Okay, dann halt dich mal dahinter. Hier unten sind noch einige Gegner. Ich krieg aber keinen Einzelnen. Oh Gott! Ach nein.
Jetzt hier hoch. Wo? Komm schon, das schaffst du. Ich weiß nicht, wie ich gestorben bin. Okay. Weißt du, wo unser Commander oder der Scharfschütze ist? Unser Commander wollte den Scharfschützen holen. Das war oben anscheinend. Hier, ich sehe sie. Da ist Commander, ja. Auf der Straße. Oh Gott, danke. Oh, wow. Oh Gott. Dann. Wow, vor mir noch. Oh, dir. Aua. Das hohe Gras am Straßenrand macht's nicht einfacher. Unten an der Straße kommen noch mehr, 3 Leute mindestens. Danke. Vorsicht, Granate runter zur Straße. Die gehen alle drauf. Na, wo? Boah. Bei Gelegenheit, wenn das Ding noch stehen sollte, vielleicht irgendeiner mal... Hey, du da, steh mal auf hier. Vielleicht mal in den Panzerwagen da reinsetzen. Das Ding hat ein gutes Geschütz für sowas hier. Warum hat das so steh auf, Junge. Eieieiei. Irgendwie sind so viele Leute an mich vorbeigelaufen. Gibt's da unten noch weitere Tangos? Die Frage ist, ob hier irgendwas nicht explodiert ist. Ja, eine Granate. Wie hilft das hier sein kann? Achtung, wir gehen einmal runter zum Steg. Hier explodiert zu viel. Hier ist Amaria, hier ist Neumunition. Granate fliegt. Ich hab das Gefühl, ich werde beobachtet, aber ich weiß nicht von wo. Oh. Der Helikopter. Reaper, kannst du den Helikopter ausschalten? Dein Heli geflogen. Okay. Nicht auf dieser Seite, der Eingang ist rechts am. Ja. Vorsicht, da sind 2 Leute, die die Tür bewachen. Okay. Das ist wohl wieder Enno und mein Job. Ja, einmal. Setze Drohne ein. Tango getötet. Beide down. Nein, doch noch nicht. Jetzt aber. Vorsicht, da ist eine Flasche, die geht. Oh ja. Okay. Das. Okay. Sollen wir da mal ein bisschen dafür, dass das schneller geht? Hier, der Sprengmeister. Achso. Granate fliegt. Granate fliegt. Ziel zerstört. Muss nicht unaufmerksam werden. Das hat Puff gemacht. Ja, aber jetzt kann Cerebro das Kokain noch per Ruderboot nach Florida schaffen. Hm. Was zur. Ich registriere weitere Explosionen. Okay, steht hier denn noch irgendetwas, was wir mitnehmen können nach dem Ganzen, was hier los war? Ja, Panzerbord. Oh. Oh! Freundchen! Da unten ist noch ein hübsches Auto. Der ist auch hübsch. Okay. Moment, ich fahre. Vielleicht sollten wir das Ding hier mit. Nee. Was außerirdische Wesen zu zerlegen. Wen? Nach rechts. Rechts. Ich kann den nicht nach rechts. Wobei, doch, noch hinten da.
warte, anhalten. Hier könnten wir nochmal reingucken kurz. Hä? Oder ist es oben? Müssen wir die Leiter hoch? Ich würde mal sagen, das ist da oben. Dann gehen wir hoch. Hallo? Ladies first, ja? Kopf geschlossen. Hey, da wollte ich jetzt irgendwo hier sein. Da oder noch weiter oben, es geht dann noch der Ebene hoch. Schau mal. Ich meine, eine Belohnung muss man sich ja nicht entgehen lassen, wa? Gerade daneben steht nicht. Aber wo ist denn das? Nichts hier oben. Doch, hier oben. Ach Gott, das artet ja schon in Training aus, hier die Treppe zu nehmen. Überlebt man das, wenn man sich hier runter? Hast du einen Fallschirm? Dann vielleicht. Wie gut seid ihr in der Osteopathie? Wie gut seid ihr im Springen? Reißleine zieht! Unten! Ich weiß ja nicht, also ich habe im Job schon genug Risiken, da muss ich das nicht auch noch in der Freizeit haben. Meine Karriere hat mich fertig gemacht! Nein! Autsch! Gut. Er ist tot, er hat keinen Fallschirm gehabt. Ich hab, glaub ich, auch keinen. Also lass es. Was springt ihr denn dann noch da runter, wenn ihr keinen Fallschirm habt? Ich bin ja nicht gesprungen. Wusste, dann ist er ins Wasser gesprungen? Nein, er liegt hier vorne auf der Brücke. Das ist schlecht. Oben? Ja, bist du schlecht. Nee, nicht oben. Also, beim nächsten Mal dran denken, Fallschirm einpacken. Er liegt auf dem Zwischendach. Ja, Glück gehabt, dass er nicht ganz auf dem Boden aufgeschlagen hat. Oh, ich glaube, ich habe mir den Knöchel gebrochen. Ja, das nächste Mal. Solange du auftreten kannst, ist er nicht gebrochen. Ja. Weil wenn das Erfahrungspunkt geben würde. Das hat aber gedauert. Ihr springt locker runter, passiert gar nichts. Ich komme hinterher. Ja, alle da? Das ist aber ja. Klar. Hinter uns. Einmal bitte wenden. Und wieder über die Brücke. Und dann nach rechts. Kommen wir da überhaupt durch? Ja. Das Teil ist ein Panzer. Vor allem halt schon ein bisschen schwarz. Boah, mein Motor ist so laut. Das ist ein ganz schlechter Dieselmotor. Ich glaube, der ist keine Euro 5. Hat er nicht? Benzin ist leer. Okay, also wir müssen jetzt El Cerebros. Also es. What? Oh Gott! Ich glaube, Enno geht's nicht mehr so gut. Ich glaube, Enno geht's. Ziemlich schlecht. Oh, wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Na wow. Geht's besser? Ja, wir sind nicht so. Wir sind wohl alles wieder rausgekommen. Ja, ein kleiner Ohnmachtsanfall. Fährt das Fahrzeug noch? Nee, ne? Ja, sieht kritisch aus. Sorry, Kumpel. Wir sind eh nur zu zweit. Doch nicht mehr. Ach Gott, ich bin so außer Atem. Ich brauche mehr Training. Fahr doch nicht weg! Ja, Moment. Ich hole jetzt mal einen Viersitzer. Der will doch nur, dass wir noch mehr Training machen. Furchtbar. Danke, dass du uns hier freiwillig gibst. Perfekt. Wer steigt hinten ein in das Gruselauto? Juhu, ich darf vorne sitzen. Das ist doch so ein Van, da würde man eher denken, dass jetzt einer drin der Kindersüßigkeiten anbieten möchte. Oh ja. Bei dem Van denke ich eigentlich eher daran, wenn da hinten die Tür auffliegt, ist da eine dicke, fette Gatling-Kanone drin. Ey, wohin geht's? Dieser Straße folgen, wie schon seit einer halben Ewigkeit. Okay. Also, der Ort, in den wir gleich kommen, dort befindet sich El Cerebros Assistent, dem wir unauffällig folgen müssen, weil er uns dann zu El Cerebro führen kann.
Mit anderen Worten, wir dürfen auf keinen Fall gesehen werden. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt schon Pause machen und zu Fuß weitergehen. Ist das die Stadt rechts von uns? Wir ein Santa Blanca-Fahrzeug bekommen. Ja, selbst das. Also wir sollten erstmal gucken, wo der Assistent ist und dann schauen. Wiederhole, ist das die Stadt rechts von uns? Es ist die Stadt, die wir gerade betreten, die sich so links von uns erstreckt. Puerto Chico. Ja. Okay. Wir sind vorhin auch schon mal hier durchgekommen. Direkt auf der Straße befindet sich ein Gegner. Ja, wir dürfen nicht bemerkt werden. Nicht weitergehen. Lieber hier auf die Felder ausweichen. Okay. In welchem Gebäude befindet sich das Ziel? Oh, hier muss irgendwo noch ein Gegner sein. Das ist direkt unter der Straße. Ich sehe drei Unidas vor dem Gebäude, wo ich mich drunter verstecke. Bin hinter den Mauern, hinter deinem Gebäude. Und sehe. Befinden sich die Tangos bei der Wasserpumpe? Neben den Zivilisten? Positiv. Okay. Die Unidats sind natürlich schwierig. Die haben eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun. Die stehen hier nur nervig rum. Man könnte unter dem Haus... Reaper nicht zu weit vor. Warte auf uns. Wir sind viel zu weit zurück im Vergleich zu dir. Halte Position. Benötigen Positionscheck. Wir sind alle ziemlich auf einen Haufen. Alle hinter dem Gebäude. Reaper ist so ein bisschen weiter in die Stadt rein. Hab noch eine quasi Hilfe. Auf dem Weg zum nächsten. Halt den Abstand und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Seid ihr alle einfach an dem Haus vorbei? Ich bin unterm Haus. Ich gehe auch unter das Haus. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Hab die Straße noch nicht gequert. Ich bleibe aber auf dem Bauch. What the? Wieder eine Raumanomalie entdeckt. Ich denke, das war unsere Zielperson, die das Auto gefahren hat. Wäre zumindest möglich. Die saß auf der Motorhaube, aber die Hände haben zum Lenkrad gereicht. Okay. Merkwürdige Animation hier. Okay, wir sind zu dritt. Wanwa fehlt. Was? Wanwa ist da. Okidoki. Schon wieder der Platz. Oh, Moment, wir waren hier doch schon mal. Ja. Multiversum-Theorie. Aber jetzt sind wir auch besser dran. Also wir sind generell arm dran. Wir sind hier in Bolivien und dürfen arbeiten, anstelle von Party zu machen und lassen wir das. Naja, ich habe schon das eine oder andere Geld eingesackt. Meine Rente ist gesichert. Oh, ja. So. Ich baue mir damit meine kleine Klinik Blutgeld. Irgendwo in der Schweiz auf. Mhm. Statt sich mit dem Geld abzusetzen und zu feiern, will er sich noch mehr Arbeit machen. Ja, ich hab da so vor, so ein paar vorsichtig Pharma-Experimente zu machen. Ich sehe, glaube ich, einen Scharfschützen in dem Turm rechts. Ja, positiv, da ist ein Schauschütze im Turm rechts von uns auf 3 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir diese unbedingt ausschalten sollten, weil eigentlich müssen wir nur dem Fahrzeug folgen von unserem Zielperson. Ja, von der Zielperson. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Frage, wo er sich befindet. Es befindet sich da irgendwo mittendrin ein Hubschrauber. Da in der Nähe meine ich die Zielperson vorhin gesehen zu haben. Ich laufe hinter Endo her. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Er ist bei der Tankstelle, bei dem Helikopter. Genau da, wo der Turm ist. Er ist losgefahren. Ja, wir brauchen ein Auto, um hinterher zu kommen. Ja. Vor uns auf dem Gelände steht eins.
In welche Richtung bewegt er sich? In die Richtung links oder rechts? Rechts. Rechts, okay. Wenn wir schnell sind, können wir den Helikopter vielleicht entern. Hier vorne ist halt ein Auto. Ja, ja, dann lass uns das nehmen. Okay. Wir müssen uns beeilen. Der Wagen hat einiges an PS. Erstmal das ist auch gut so. Antenne Bayern ausschalten. Warte. So. Ich fahre jetzt einfach. Los, los. Das ist ja auch mal. Wir wurden entdeckt. Wir sollten uns vielleicht ein. Nein, nee. Wir wurden nicht entdeckt. Wir waren zu langsam. Es muss halt schneller gehen. Ja, die Strategie war aber an sich gut. Ich vermute, wir spawnen wieder an dem Déjà-vu-Point. Vermutlich. Das ist doch täglich wie euch das Murmeltier. Ey, ist so unfassbar. Die Missionen werden immer schwerer von Stufe zu Stufe. Ja, das ist mehr weniger, finde ich, schwer. Das ist einfach jetzt gerade nur noch immer wieder das Gleiche gerade. Anstrengend. Anstrengend, ja. Na, was sollen wir denn mit der Mission? Ich habe hier nach ein posttraumatisches Erlebnis. Hör mir auf, du, deine Erlebnisse. Steht da vorne noch das Auto, ja? Ja, das ist also fester Bestandteil, das sollen wir nehmen. Okay. Okay, ich positioniere mich hier an der Dings. Starte Drohne. Und guck einmal, wann er losfährt. Ich befinde mich direkt neben Enno. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Ich glaube, wir sollten jetzt schon einsteigen. Ja. Okay. Vorsicht, Gegner. Achtet auf die eine Person, die da bei der Treppe ist. Drei Gegner. Oh, zwei. Jetzt, los. Weitere Gegner. Wo ist der Scharfschütze? Wo ist der Scharfschütze? Gewonnen. Entdeckt oder zu weit weg? Bei mir war einfach nur einsatzfähig geschlagen. Ja, ihr seid entdeckt worden. Ja, es wurde aber nicht angezeigt. So. Ja, aber mein Charakter hat's gesagt, weil ihr seid nämlich schon längst in der Stadt gewesen, wo ich hier noch im Ladescreen war. Was? Ihr seid losgestürmt, saß im Auto, da bin ich gerade erst gespawnt. Oh. Warum hast du denn nicht gesagt, dass du noch nicht da bist? Ja. Woher soll ich das denn mitkriegen? Erst als ich gespawnt bin, habt ihr da irgendwas von Auto gesagt. Was? Warten jetzt hier. Jetzt sind alle da. Nee, jetzt sind alle da. Jetzt können wir hinlaufen. Deswegen stand da auch nur einsatzfähig geschlagen. Nee, ihr wart einfach, also ihr seid entdeckt worden, weil ich war hier oben halt noch in den Büschen. Ich bin genau bis zu dem Punkt, wo Enno jetzt ist gekommen. Aber da hätte er bei uns stehen müssen. Aber wir sollten schon dichter rangehen, ein bisschen. Ja. Idee, seht ihr links den Van? Oh, ist ein bisschen langsam, aber nein. Ja, sehen. Nein, negativ noch nicht. Ja, wenn du gleich um die Ecke kommst, wirst du ihn sehen, Enno. Wo bist du jetzt, Ripper? Hier in den Büschen hinter dem eigentlichen Auto. Bin bei Wanwa. Geh noch ein Stückchen nach links. Der Van direkt vor uns, Enno. Ja, das kleine Mini-Drift auf der vorne. Okay, was ist damit? Lass uns das Auto nehmen. Drohne fliegt. Okay. Schleichen wir jetzt langsam. Seid ihr soweit bereit, dass wir da rangehen können? Ja, positiv. Ja, positiv. Okay, nein. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Anscheinend kommt eine Wache die Straße. Einsteigen? Fragezeichen? Einsteigen, ja. Okay. Ich finde mich im Fahrzeug. Enno auch. Scharfschütze auch. Ja. Und wir wurden entdeckt. Dann müssen wir von der anderen Seite irgendwie ein Auto suchen. Oder uns bereits vorher eins organisieren. Das ist eine Idee. Okay, wir müssen eh wieder zurück ins RP. Komada, ich habe eine Idee. Was denn? Ich besorge uns ein Fahrzeug am linken Ende der Stadt. War mein Vorschlag. Da hätte ich die Lorbeeren. Okay. Wir können uns auch alle da an dem Ende quasi sammeln. Okay.
Weil das reicht, wenn wir den Typen mit der Drohne sehen. Das Problem ist aber, wenn wir durch das Gebiet durchfahren, werden wir entdeckt und dann ist alles schon wieder gescheitert. Ihr achtet echt auf gar nichts, ne? Wieso? Wir sind hier einfach nur oben zwischen den Bergen. Ja, oben? Ja, links, also Richtung links von der Stadt. Also nicht weit vom Startort entfernt. Wir machen ja noch nichts, wir joggen quasi erstmal nur zur Straße, um uns ein Auto zu organisieren. Ich sehe einen Trecker. Negativ, nee. Kein gutes Fahrzeug. Oh, ich bin ein bisschen sehr weit nach links abgedriftet. Hier ist ein... Naja. Nein, okay. Den kannst du nicht nehmen. Der braucht noch ein bisschen Reifen. Sprit. Und der, Reifen. Der braucht Reifen. Da ist auch ein Helikopter. Ja, aber nicht für uns erreichbar, oder? Doch, ohne Probleme. Ist aber die Frage, reicht ihr befindet euch Helfer. Bei unserem Ziel. Abstand oh. Und sorgt verdammt noch mal dafür, ihr seid mitten in der Stadt, ja. Er muss uns zu El Cerebro führen. Oh oh. Ich muss mich zurückziehen, werde das entdeckt. Ja. Benötige weiteres Vorgehensweise. Ist El Cerebro schon am Fahren? Anscheinend noch nicht. Am besten stilles Zurückziehen. Landen. Ich befinde mich jetzt auf dem Bauernhoffeld. Ändere deine Position. Beim Windrad des Bauernhofes. Okay, stoße zu dir. Wir hätten hier ein Fahrzeug. Wo? Rechts von dir. Ja, da. Ja. Rutsch mal einen rüber, Ripper. 90 Grad rechts. Ah, hallo. Hallo. Aber hier ist kein Fahrzeug. Nee, leider nicht. Benötige die Position des Commanders und des Scharfschützen. Was? Der Typ entdeckt. Ist losgefahren anscheinend. Nee, sie wurde entdeckt. Also, wir gehen jetzt geschlossen einmal zur linken Seite der Ortschaft. Da, wo die ganzen Felder sind und die Traktoren. Und stellen uns da auf die Straße und halten einfach irgendein Auto an. Negativ, von Richtung der Tankstelle kamen einige Gegner. Ja, wird aber schwer. Da. Nee, wir kommen da gar nicht lang. Also hinter den Feldern hier lang. Ach, schauen wir mal. Also, da war niemand eigentlich. Vertraue da komplett auf die Aussagen des Commanders. Die Richtung müsste hinkommen. Wir dürfen halt quasi gar nicht in den Ort rein. Ja, ein bisschen rechts wieder. Damit wir halt die Uni dort nicht aufschrecken, müssen wir ein bisschen weiter nach rechts. Jo, hier kommt doch gleich die Straße. Sind wir noch alle beisammen? Ja, positiv. Sehr gut. Stimme zu. Ja, ein bisschen weiter nach links wieder. Hier keine Straße. Ah, sehe die Straße. Okay, und jetzt müssen wir uns ein Auto anhalten. Das kommt kein Problem. Sehr gut. Bitte anhalten, allgemeine Fahrzeugkontrolle.
Vielen Dank. Damit können wir uns hier vorne irgendwie an der Seitenstraße oder so hinstellen. Warte. Ist das... Ist das aber Unidad, oder? Das ist auch nicht gut. Nee, nicht wirklich. Oh oh. Und da. Okay, Scharfschütze und Commander, eure Position. Ich sehe euch. Bisschen weiter zum Dorf hin quasi. Ja. Oh, jetzt sieht's aber zu. Jetzt geht die Welt runter. Ja. Wow. Also noch ein Stück hierher. Wir parken nämlich hier so an der Seite. Nein, nicht in die Böschung am besten. Hier? Warte, irgendwas sieht uns. Weiß aber nicht von wo. Links! Oh! Gott! Auch unten. Nicht gut. Nee, nicht so richtig gut. Eieiei. Ah, scheiß Unidad. Das war aber jetzt kack Zufall, dass er vorbeigekommen ist mit dem Unidad-Fahrzeug. Aber wenn wir da ungefähr mit dem Auto stehen und kein Unidad-Scheiß kommt, dann können wir von da aus die Drohne starten, den Typen anlocken, dann fährt er an uns vorbei und wir fahren gemütlich hinterher. Stimme der Vorgehensweise zu. Da wollen ja einfach 4 Zivilisten ausrauben, muss die Klamotten anziehen und wie Einheimische rumrennen. Dann fallen wir noch weniger auf. Ich bezweifle, dass das unseren Auftraggeber erfreut. Fordern wir halt die Kleidung im Namen des Staates ein, so wie du es immer mit den Fahrzeugen machst. Positiv. Ah. Vollständig. Da ist er hergeblieben worden. Ja. Okay. Was sagst du, oh Mann. Was? Voll? Was sagen eure Speicherkarten? Ich sehe es nicht. Vollzungen. Na dann. Jetzt hier mit drin? Ja, können wir gerne machen. Dann. Ich wollte es nur wissen. Ja, nee, machen wir hier Dings, dann machen wir direkt danach mal. Okay. Ja. Das war's mit dieser Déjà-vu-Folge Ghost Recon Wildlands. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da oder auch keins. Immer macht was ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.